Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. I am my heart's only owner. Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 9. Jetzt bin ich mir heute zum ersten Mal unsicher, ob heute Tag 9 oder Tag 8 ist. Ihr wisst es besser. Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gerade mich am Fertigmachen rauszugehen. Ich muss aber kurz vorher noch das Thumbnail für das Video von heute machen. Ganz vergessen gestern Abend. Nee, eigentlich nicht vergessen. Ich hatte einfach keine Energie mehr, es zu machen. Ich treffe mich nämlich gleich mit meiner lieben Lara auf dem Weihnachtsmarkt. Das erste Mal auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt dieses Jahr für mich. Ich glaube, mein Computer ist sogar noch an von gestern. Yes. Es ist jetzt 2:30 und 2 wollen wir uns treffen. Also, your girl has to hurry. Ich bin gerade noch am Entscheiden, ob ich meinen Rucksack nehme oder ob ich mein Dashle nehme. Mal gucken. Aber jetzt muss ich erstmal das Thumbnail fertig machen, bevor es losgeht. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. Hallo! Hi! Grüß dich! Ich hab dich direkt geflasht. Ein bisschen überfallen. Es ist übel windig. Ja, es ist so. Ich war heute Morgen joggen. Oh mein Gott! Die erste Hälfte der Donau ging ganz gut. So mit Rückenwind dachte ich mir, ja geil. Und dann die zweite Strecke. Wie aktiv bist du denn zurzeit? Voll geil! Irgendwie hat mich mein Morgen gepackt, aber dann halt bin ich über die Brücke gelaufen und umgedreht. Und es war echt so. Ja, gerade eben auch aus so einer Seitenstraße hat es mich fast weggeblasen. Ja, ich habe es dann irgendwann einfach sein lassen. Bin eine Abkürzung nach Hause gelaufen. Okay. Ja, wie pünktlich bin ich eigentlich? Ich bin 20 direkt vor der Tür gestanden. Wir gehen jetzt in den Spielwarenladen. Das ist, glaube ich, der älteste hier in Ulm. Da wollte ich schon immer mal reingehen. Das hätte ich ja früher geliebt. Ja. Hier riecht es auch so nach altem Spielzeug. Lecker. Guck mal hier, das ist eine Weißbratwurst im Brötchen. Die Bärchen. Oh mein Gott. Leute, so weit geht das Marketing. Oder die Pilze. Oh Gott. Von Haber. Sieht eklig aus. Krass. Oder hier das da. Das hatten wir auch. Ja. So Ariel und so. Ja, genau. Und teilweise gab es diese Packung auch echt in kleinen dann. Und dann war das sogar echt zu essen. Ah, was? Ja, da hatte ich auch. Ich auch. Ich hatte auch so einen Mini-Ofen. Das ist ein richtig Mini-Backofen, der existiert, glaube ich, sogar noch. Da kannst du oben drauf auch mit einer richtigen Pfanne kannst du Essen machen. Ach, geil. Halt so Mini-Pancakes und sowas. Geil. So, hier ein grüner, blauer Salat. Ein grüner, blauer Salat. Das ist schon ein bisschen ausgeblichen. Schon, steht schon ein bisschen länger. Kannst du dir eine originalgetreue Krippe machen? So Puppenmöbel und so. Sowas hat meine Arbeitskollegin letztens gesucht für ihre Tochter. Hat es in der ganzen digitalen Welt noch so analoges Spielzeug gibt. Klar, wird auch immer geben, oder? Hoffe ich zumindest. Hattest du Babyborn oder Annabelle? Meine Schwester hatte Babyborn, ich hatte weder noch. Nee. Ich hatte was ganz anderes. Du hattest was anderes? Ich hatte oh, creepy. Oh Gott. Oh. Die macht mir Angst. Ja, der aber auch. Oh ja. Ja, alleine. T-Rex 3D. Ist das ein Puzzle? Das sind drei, den musst du so freischlagen. Oh. Geil. UFOs basteln.
Pompon-Manufaktur. Hier, Kräutergarten. Da sind wir gerade in der Science-Ecke gelandet. Was ist das? Stereo. Koffee. Da ist da ein Stethoskop drin. Irgendwo aufgebaut, oder? Ich glaube nicht. Das wichtigste Fahrzeug, ein Pistenbully. Und Hornbach. Nicknack. Oh ja. Bob der Baumeister. Die hatten wir früher. Ja, solche Puppen. So voll die coolen. Also jetzt nicht die, genau die, aber doch, das sind Handpuppen. Das ist auch. Guck so. Warte, du musst da irgendwie deinen Finger oben. So, nur mit einem Finger. Oh, das ist zu. Naja. Das hatten wir auch. Ich schwöre, wir hatten auch das Krokodil. Abonniert alle Lea-Kanal. Ich stell dich ein. So, nochmal 228. Wie in einer anderen Welt hier drin. Ja. Boah, da geht's nicht an, da geht's nicht noch gut. Das wäre ja heftig. Aber wir sind auf jeden Fall zu den Tieren. Ja, stimmt, da gibt's Kuscheltiere. Ich liebe ja Kuscheltiere. Ich auch. Nilpferde? Gibt's hier einen? Oh, der Elch ist ja toll. Vielleicht gibt's hier ja Nero in Plüschtier. Da, guck. Stimmt. Die Augen passen nicht ganz. Der da hinten vielleicht. Aber süß sind die nicht. Wie war das mit deinen 12 Golden Retrievern? Da gibt es einen Hamster. Ich hatte früher mal einen. Da gibt es coole Spiele. Ich will ja eigentlich für Weihnachten noch welche kaufen. So, welche Elfe bist du? Ich bin diese Elfe. Ach, süß. Das ist mein inneres. Guck mal. Mein Spirit Animal. Der hat sogar eine Fliege. Ich habe dich gefunden. Da bist du gerade frisch aus dem Urlaub gekommen. Frisch aus dem Urlaub. Ich habe dich auch gefunden. Echt? Bist du gerade beim Rodeo? Ja. Und das ist mein Mann. Das ist mein Mann, der hier. Holzfäller. Ja, du, das könnte Christian sein, das stimmt. Was haben die denn hier für crazy Tiere? Witzig, keine Ahnung. Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ist das irgendein Disney-Film oder so? Echt? Keine Ahnung. Guck mal, was der für Füße hat. Oh, bunte Mischung. Während der Schlüssel an der Ja, doch. Ich sehe eine Ähnlichkeit. Und ich habe mich gefunden. Ja. Hier. Ich sehe aus wie Golden Retriever. Ja, schon, habe ich auch gerade gedacht. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Sehe ich schön müde aus. Ich bin jetzt erst wieder zurück. Es ist 5:30 und es war wunderschön mit der Lara auf dem Weihnachtsmarkt. Wir waren mal wieder in allen Ständen drin. Wir sind durch alle Gässen durchgelaufen. Also es gibt da auch Stände, wo man reingehen kann.
Und wir hatten eine leckere Milch mit Eierlikör. Die war super lecker mit Sahne. Falls ihr auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt seid, probiert das auf jeden Fall. Entschuldigung, der Stand ist ein bisschen in der Nähe beim Abt da. Ein bisschen weiter nach links, eher da beim Eingang beim Butlers. Wenn ich schon mal gerade dabei bin, wir waren dann auch noch bei Butlers und ich habe mir eine super tolle Flauschdecke gekauft. Es gab ein kleines bisschen eine tragische Geschichte und jetzt habe ich auch gleich noch eine Frage an euch mit dieser Decke. Und zwar war auf dieser wunderschönen Flauschdecke mit Punkten, die zweiseitig ist und mega kuschelig, ein Preis von 16,99 draufgeklebt. Ganz ordentlich, nicht so, als hätte den irgendjemand da falsch drauf gemacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war nur überrascht, dass diese riesen Flauschdecke nur 16,99 kostet. So. An der Kasse hat sich dann herausgestellt, dass das gute Stück 39,99 kostet. Ich meine, ich habe mal was gesehen im Fernsehen. Ich meine, das Fernsehen sagt nicht nur das Richtige, aber dass, wenn der Preis falsch ausgeschildert ist, dass die, dass der Laden einem das zu dem Preis geben muss, der auf dem Etikett ist, weil es sonst Kundenirreführung ist oder so. Kennt sich da jemand von euch aus? Wenn ja, mich beschäftigt das gerade, weil ich da nämlich noch extra gesagt habe zu der Frau, ja, da steht ja aber 16,99 drauf. Und sie dann so, ja, nee, sie muss das jetzt, so wie die das im System haben, verkaufen, also für 39,99. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ist okay, ich nehme die auch so. Aber in meinem Kopf war die ganze Zeit dieses, ist es nicht das Recht von mir, das zu dem Preis zu bekommen, der da ausgeschildert ist, der auf dem Produkt klebt. Ich meine nämlich ja. Ja, und jetzt zermartert mich das ein bisschen. Obwohl ich die Decke auch so mag. Und ich weiß, dass ich die jetzt Jahre, Jahre, Jahre haben werde und ich sie auch für 39,99 genommen hätte. Ja, nervt mich das jetzt ein bisschen. Ja, versteht ihr das? Hattet ihr sowas schon mal? Dazu habe ich mir noch 4 kleine Tütchen gekauft für Geschenke. Und zwar, weil ich kleine Geschenke an Freunde und Familie verschenken möchte und ich die Designs mega süß fand. Die haben da noch viel mehr und die gibt es auch in großen Größen noch. Schön, nicht wahr? Nero, bist du jetzt auch müde oder willst du spielen? Ich glaube, der will gleich spielen. Ich wollte mich jetzt für heute bei euch verabschieden und ich hoffe, euch hat mein kleiner Ausflug auf den Weihnachtsmarkt gefallen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß und ich werde heute Abend auch nochmal ausgehen, deshalb muss ich das Video jetzt bearbeiten. That's a life of a YouTuber, meine Freunde. Ich habe dann auch noch die Svenja besucht. Die kennt ihr schon aus meinem Vlog, wo wir auf der GlowCon waren, auf einem anderen YouTube-Kanal damals noch. Die Svenja, genauso nur anders auf Instagram, ist jetzt nämlich wieder in Ulm und arbeitet im Stilbruch und sie hatte in ihrer Story gezeigt, dass sie heute ihren ersten Arbeitstag hatten. Deshalb bin ich mal ganz kurz sneaky reingegangen und habe Hallo gesagt und habe sie herzlich willkommen geheißen hier in Ulm. Ich finde es schön, dass sie da ist. Ich möchte nämlich auch gerne noch mit ihr ein Video machen über ihre Tattoos und ich so als untätowierter Mensch. Oh, das sieht ja lustig aus. Ja. Ich finde das immer schön. Social Media, finde ich, verbindet. Es verbindet wirklich. Und ich hoffe sehr, dass euch Vlogmas bis jetzt gefällt. Mindful Christmas. Und
Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit und schreibt mir doch in die Kommentare, was euer favorite thing, also was ihr am liebsten esst auf dem Weihnachtsmarkt. Ja? Bei uns in Ulm gibt es ja ganz speziell so Feuerwurst, gebratene Maultaschen und Schupfnudeln mit Sauerkraut. Das ist mehr so süddeutsch. Das gibt es in Berlin ja gar nicht. Was gibt es denn bei euch so Besonderes? Also, was esse ich am liebsten auf dem Weihnachtsmarkt? Ich glaube, Maronen. Am allerliebsten esse ich auf dem Weihnachtsmarkt Maronen. Das ist auch so ein Snack, der gesund ist. Also, semi. Doch, ist ein Naturprodukt, unbehandelt, ohne Zucker. Und es schmeckt einfach so lecker. Oh ja! Oh ja! Oh, ich muss du die Follower. Du bist so ein Schöner. Such a good boy. Und du sollst nicht immer deinen Po in die Kamera halten. Also, I'll see you tomorrow.